So Leute, ein Uralt-Bildschirm für euch. Ich habe euch angekündigt, ich habe Pause gemacht, ich habe mich angekündigt, ich mache weiter. Ihr seht, was ich gemacht habe, ich habe alle auf 50 trainiert. Sonst habe ich eigentlich nichts gemacht, Ausrüstung ist immer noch genau dieselbe. Weil ich komme an die anderen beiden Schwerter nicht mehr dran. Leider. Aber ist jetzt erstmal relativ. Ich würde sagen, wir machen weiter. I had no idea a place like this is. Es ist die Ruinen von Gott. Irgendetwas ist hier hingefallen. Ja, ich will nie wieder zurück. Okay, Angel's Headstone. Oh Gott, warum ist Rictor wieder da? Oh, ich erinnere mich an die Viecher. Das waren Lichs. Das ist nicht Charles, der gefallene Engel. Garantiert nicht. Ja. Was habe ich vor? So schnell wie möglich hier durchzurushen. Aber so wirklich so schnell wie möglich. Und dann... Später zeige ich euch noch die extra Teile. Bla. Also, damit ihr wisst, es gibt hier halt noch so Special... Bliblablub. Moment, Eleanor muss weg. Dadurch kriege ich automatisch ein schlechtes Ende. Aber ich will Eleanor nicht dabei haben. Eleanor wird... egal. Ihr werdet sehen, ihr werdet sehen, ihr werdet sehen. So, ihr kennt meine altbewährte Taktik noch. Die Pause ist ja was länger her. Schön Teleport nehmen. Dich teleportieren wir jetzt mal genau hinter ihn. Zack. Ihr merkt, ich will einfach nur kurz, schnell, gedankenlos alles beenden jetzt gerade hier. Ja, ist mir jetzt egal. Und end of turn. Das dürfte hinhauen. Mein Plan ist bisher immer aufgegangen. Also hier, ab hier mache ich immer dasselbe. Nächste Runde wird interessanter. Diese Runde ist jetzt nicht ganz so interessant, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber nächste Runde wird interessanter. Das verspreche ich euch. Und zack, tot. Lord Shire. Lord God, please. Why do you do it? Ah, Eleanor, okay. Okay, also Eleanor hat irgendwas in deinem Kopf, in ihrem Kopf. In den Garten. Wir sollen gleichzeitig zwei Sachen gleichzeitig angreifen. Jetzt kommt die halt die Traurigstelle. So called you, please don't leave me alone. Und ich werde sie allein lassen. Es tut mir immer wieder leid und immer wieder und immer wieder und immer wieder und werden nicht zusammen sein. Tut mir leid. So, jetzt kommt die interessante Stelle. Hier ist es nämlich sauschwer zu entscheiden, wer was macht. Es ist wirklich sauschwer. Deswegen werde ich hier mal kurz ein Safe State setzen. Das war die Seite, okay. Ich muss das gerade mal mich erinnern. Gut, wir greifen im Garten an. Und zwar du... Du... Und irgendwer, den ich eh nicht so dringend brauche. Schiefen. Gut. So, selbe Taktik. Wie bisher. Magic Leap auf den. Ich weiß, die Taktik ist veraltet, aber ich sag euch. Ihr werdet euch noch viel mehr über mich aufregen, wenn ich im Endkampf bin. Das war Lieder. Dann ist der. Im Endkampf muss ich nämlich safe staten, wie bescheuert. Es muss jeder Schlag sitzen. Es darf nicht ein einziger Schlag daneben gehen. Wenn hier mal so ein Schlag daneben geht, okay, das ist ärgerlich, aber jetzt war der Kampf weg. Und weiter. Gott, warum hast du mich verlassen? Warum sind die Menschen dir lieber als ich? Egal. So, da wir ja gleichzeitig angreifen, wie wir ja gesagt haben, kriegen wir hier jetzt nur die Hälfte der Leute mit. Aber wir haben damit... Im Moment automatisch zwei Heiler dabei.
Sofern sie jetzt, ja, den Heal hat. Und Hidas wird jetzt wahrscheinlich der Main Part dieses Parts sein. So. Hierbei geht's eigentlich nur um eine Sache. Straightforward. Hier geht's echt nur um Straightforward. Weil... ja, wie soll ich das erklären? Die Gegner hier sind echt schon heftig. Und dadurch, dass mir nur 5 sind, sind mir halt ein relativ kleines Ziel, sag ich mal. Und damit leicht zu treffen. Außerdem sind da oben die Gorgonen, die einen ziemlich schnell versteinern können. Was, wer nämlich fragt, ziemlich ätzend ist. So. Ja, okay, die gehen natürlich jetzt alle direkt Level up, sobald sie uns einmal treffen. Gut, er kommt von links. Das heißt, hier müssen wir hin. Das ist das Schöne an ihm. Er ist ein Nahkämpfer, also der Gegner. Und da er sein Nahkämpfer ist, kriegen wir ihn halt auch relativ gut. So. Ich überlege mir nachher noch, ob ich, sobald hier das Let's Play mal rum ist, ob ich an der Stelle dann hingehe und ab und zu mal euch noch ein paar Sachen hochschmeiße. Im Sinne von, ich will euch ja noch diese Zusatzdinger zeigen und, oh, da ist ein Dämon, warum helfst du auf der bösen, auf der guten Seite? Und einfach nur, weil es mir das Kämpfen Spaß macht. Und das ist der Unterschied zwischen uns. Ja. Ja, und, es gibt hier halt noch ein paar andere Secrets. Ich meine, die Schwerter kennt ihr jetzt. Ich meine, 2 habe ich verpasst. Dadurch, dass ich teilweise echt einfach nur gerusht bin. Ansonsten... ja, gibt es halt noch so ein paar Geheimnisse, wie zum Beispiel die D-Nap. Aber die will ich halt nicht spoilern. Aber die würde ich euch halt auch gern zeigen. Und... bam, bam. Ja. An für sich muss ich dafür halt nur... bisschen spielen und euch die dann direkt zeigen. Deswegen kann das gut sein, dass halt noch ein paar Videos hochkommen, nachdem ich offiziell gesagt habe, Leute, das Let's Play ist zu Ende. Es kann sein, es muss nicht. So, Lightning. Auf den. So. Wie viel HP hast du noch? Zu viele. Also, das kann nicht nur sein. Ich habe mich gerade entschlossen. Ich werd's tun. Egal, komme was wolle. Ich zeige euch den App zum Beispiel auch noch. Und die Black Orbs und die Firecrests. Firecrests muss ich schauen. Je nachdem, wie viel Zeit ich da noch habe. Und ob ich mal irgendwann nochmal Lust dazu habe. Im Moment will ich es einfach nur beenden. Ich glaube, das kann mir im Moment auch wirklich keiner verübeln. Ich meine, ich hänge seit über einem Jahr hier dran. Ist halt schon ätzend irgendwo. Aber gucken wir dann. Das sehen wir dann. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir. Firewolf, ganz böse. Dass wir den Gegner besiegen. Zumit allen uns zur Verfügung stehenden. Der ist heilig. Warum ist der holy? So. Und einfach nur, weil er dich gedisst hat, Kleiner. Heute. Oh mein Gott, er hat verloren. So, ey, wir kriegen sogar noch 2 Sachen daraus. So, Tür ist offen. The key of my heart, why so long? Leute! Wir machen weiter. Ist jetzt mir jetzt egal. Ist es mir jetzt egal. Und, boah, 2 Engel! Vielleicht krieg ich es heute ja noch durch, wenn ich mich beeile. Surf the darkness, tihi! So, und jetzt wird's interessant. Da ist übrigens der gefallene Engel, der gelangweilt da sitzt. Gott. Er mag halt die Menschen nicht, weil halt von wegen Gott Engel die vollkommenen Wesen sind und Menschen halt nur Fehler haben. Deswegen bedient er sich mittlerweile des Himmels und der Hölle. Bla. Und sie dienen auch Lord Shai. Wer hätte es gedacht? So. Hierbei werde ich jetzt nicht meine Rush-Taktik machen.
Einfach nur, weil es so unglaublich viel Spaß macht, jeden einzelnen hiervon einfach nur zu grillen. Weil das sind starke Gegner und es macht wirklich Spaß, an ihnen zu trainieren. Es macht wirklich Spaß. Gut, für euch zum Zuschauen weiß ich es jetzt nicht. Ich habe dabei noch nie zugeschaut, wenn jemand das gemacht hat. Aber mir macht es einfach noch unglaublich Spaß. Man halt sehen kann, wie einer nach dem anderen down geht. Jo. Da wir jetzt auch noch kurz vorm Ende dieses Let's Plays sind. Also hiernach kommt jetzt noch ein Kampf. Und dann dürfte es eigentlich gelaufen sein. Dann dürften die Credits kommen und so weiter. Dann werde ich euch noch ein bisschen was hin und wieder zeigen, aber ich brauche jetzt erstmal nochmal Pause davon. Die auf Level 50 zu zocken und bla und... Vor allem über ein Jahr lang. Das ist... Irgendwann braucht man halt Ruhe. Versteht ihr sicher. So. Aber was hier nachkommt, werde ich noch nicht verraten. Weil ich weiß ja, dass die Reaktionen auf dieses Let's Play hier nicht so groß waren. Damn you. Zumindest auch nicht so gut, die da waren. Ich meine, okay, es war mein erstes Let's Play und bla und sowas. Wow, Gott. Schöne Sache das. Aber an für sich, es ist halt echt eins meiner Lieblingsspiele. Aber die Leute scheinen, die meisten scheinen es halt nicht zu mögen. Ist mir aber relativ. Ich zieh mein Ding durch, so wie immer. So. Ja, was halt danach kommt, verrate ich noch nicht. Man kann ja schon ein bisschen was sehen. Auf meinem Kanal, von wegen, ja, was ich mir noch vorgenommen habe, noch zu machen und was nicht und bla. Ob es davon was ist, weiß ich noch nicht. Das sehe ich dann. Das sehe ich dann wirklich. So, so viele Menschen. So viele Menschen. Und Gott wird dir vergeben. Und Gott vergibt euch, aber nicht den Engeln. Also, ja, stimmt ja. Wenn Engel Fehler machen, sind sie direkt weg. Und Menschen haben ja 10.000 Chancen. Das stimmt ja schon. Das ist für die Engel natürlich echt mies. So. Der mir. Also ihr merkt, sie ist schon relativ stark. Oder er, was auch immer es sein soll. Er ist halt... Ist halt schon ziemlich stark, der Engel. Aber... An für sich geht's noch. Die nächste Form wird halt heftig. Ah, verdammt, ich spoiler wieder zu viel. Ich spoiler zu viel. Aber da könnt ihr echt gespannt drauf sein. So. Problem ist, wenn ich hier, glaube ich, jetzt alle besiegt habe, holt der neue. Deswegen muss da hinten der Dämon, glaube ich, am Leben bleiben. Oh, Feindscrit. Böse. Böses Ding. Ja. Doch, warte. Zack. Das tut weh. Wie gesagt, das tut weh. Stopp. Dich zieh mir mal weg. Zieh mir mal da hin. You are killing me. Yes, I'm killing you. In Blood Raid. So, mal gucken, wie viel das Wargod ausmacht. Nicht so viel. So, nun wird's interessant. Thunderbird.
Ihr seht 99%, aber nur 11 Schadentreffer, wenn überhaupt. 10, Miss, 11, 10, 11, das ist nicht so viel. Es war schon mehr, wie die meisten anderen machen, aber es ist noch nicht so viel. Dann werdet ihr jetzt was Erstaunliches sehen. Atropos, meine stärkste Attacke, 150 Schaden, gerade mal. Also das Vieh hat schon eine Verteidigung, das ist nicht mehr feierlich, das ist wohl wahr. Jetzt, oh, ich dachte gerade, ich hätte den Engel geheilt. Wäre ich ja kaputt gegangen. Naja, aber an für sich. Bisher läuft gut. Ich bin bisher echt zufrieden. Really, really, really zufrieden sein. So, haben wir den. Er darf halt nur nicht sterben. Das ist eins das Wichtigste. Sonst holt er nämlich neue und bla, und das ist doof, weil neue heißt mehr, heißt doof. Okay, was hast du für... Okay, nur Pfeil und Bogen, das ist... Okay, das passt. Hallo? Okay, das ist jetzt nicht so stark gewesen. So, jetzt ist ganz normal mit Thunderbird nochmal ein... Fuck. Ja, das Ganze mit Thunderbird nochmal fuck, ist klar. Nein. Atropos nochmal. So. Und dann hoffen, dass die restlichen Angriffe reichen. Ja, sollte. Ellerix. Oh, Moment. Moment. Hiernach komme ich nämlich in einen. Ja. Egal, ihr werdet sehen, warum ich das hier tue und bla. Ihr werdet das alles noch erfahren und merken und. So weiter und so fort. So, die Flut Magic auf den. Auch einer von euch hier. Ja, schiefen. Ich will halt so gut ausgerüstet wie möglich. Na, egal. Egal, ich halte die Schnauze. Ich darf es nicht sagen, ich halte die Schnauze. Das muss jetzt sitzen, sonst wird es nämlich eng. Bam, 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 bam. Tot. Tot, locker, locker, tot. Locker, tot. Cannot be the extent of the power. Nothing will return. Humans sind nicht powerless. Humans are power. Und ein bisschen. Ich zeige euch Gott. Nein, bringe euch an einen Ort, in dem Gott keine Liebe hat. Ich bringe euch an ein Wort, wo nur die Darkness regiert und wo die Engel hingeschickt werden. Bla.